Anstoßen auf einen unvergesslichen Abend hieß es am vergangenen Freitag für die Macher von 5 Sportvereinen aus ganz Bayern. Die, die normal eher im Hintergrund die Strippen ziehen, standen beim Galaabend in der Spielbank Bad Kötzting ausnahmsweise einmal selbst im Fokus der Aufmerksamkeit. Also es war einfach überwältigend. Wir haben uns total gefreut, dass die langjährige Arbeit jetzt nun doch auch mal einen Preis gewonnen hat und dass einfach die Arbeit honoriert wurde. Es ist aufregend. Es ist auch schön, dass wir als Vorstand mal zusammen hier sind, dass wir mal auch ein Teambuilding-Event haben zusammen. Macht Spaß, ist sehr lustig, wir haben viel Spaß hier. Es ist eine super Veranstaltung, also von der ganzen Organisation her, von A bis Z. Ja, und einfach, dass die Leistung gesehen wird von den Sportvereinen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, was der BLSV und was Lotto Bayern da auf den Weg gebracht haben und schon seit Jahren jetzt mal. Herzlichen Dank dafür. Seit 2008 zeichnen der Bayerische Landessportverband und Lotto Bayern Sportvereine für besonders innovative Projekte und Ideen aus. Die Gewinner in diesem Jahr waren die Turnerschaft Selb, der Handballverein Oberfichtach, der gehörlosen Sportverein Würzburg, der TSV Oberisling und der BC Hellenen München, die aus über 100 Bewerbungen letztendlich besonders herausstachen. Das sind tolle Vereine, das sind tolle Ideen. Das zeigt auch, wie lebendig die Vereinsidee, die Vereinssportidee ist. Und da fällt es dann schon schwer, dann die letzten 5 noch auszuwählen. Da hätten die nächsten 5 genauso gewinnen können. Es war eine fantastische Veranstaltung mit sensationellen Vereinen. Ich finde, jeder hatte was Besonderes zu zeigen. Also ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Das ging auch den Gewinnervereinen so, die neben dem stattlichen Preisgeld von 4.000 Euro sowie einem eigens produzierten Filmporträt auch viele Anregungen für weitere Projekte mit nach Hause nehmen konnten. Das ist Wahnsinn, wir haben gerade am Tisch drüber gesprochen, da kriegt man so Lust, nochmal zusätzliche Sachen anzupacken, weil das sind super Projekte und Themen, was die Leute auf den Weg gebracht haben. Also sehr inspirierend. Hut ab vor denen, die mit Gehörlosen arbeiten, die hier wirklich Sportarten, die eigentlich ja jeder kennen müsste, hier was ganz Neues wieder machen und wirklich die Kinder zum Sporttreiben motivieren. Hut ab und ich hoffe, dass sich mehr Vereine davon inspirieren lassen, unseren Weg zu gehen und Kinder und Jugendliche wieder zum Sporttreiben zu motivieren. Die Quantensprung-Gala war also auch dieses Jahr wieder einmal ein mehr als gelungener Abend und für andere Vereine nur ein Anreiz von vielen, selbst auch mal bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Denn die beeindruckende Vielfalt der bayerischen Sportvereine ist bestimmt noch lange nicht ausgereizt, weshalb das vorerst bis 2020 angedachte Projekt Quantensprung auch darüber hinaus fortgesetzt wird. Da sind wir unserem Partner Lotto Bayern sehr, sehr dankbar. Sie haben sehr frühzeitig schon signalisiert, dass es auch ins nächste Jahrzehnt Richtung 2030 weitergeht. Und da freuen wir uns schon drauf, denn die Vereinsideen, die sprudeln sicher auch die nächsten Jahre weiter. Ja, es heißt ja Quantensprung 2020. Zunächst haben wir ja nur 2019. Aber ich glaube, es ist so ein Erfolgsmodell, dass wir es auch über das Jahr 2020 fortsetzen werden. Deswegen, wer es diesmal nicht geworden ist, macht wieder mit, Leute.